Es geht weiter auf der Erkundungstour von dem Zwillingsplanet. Hier haben wir ein Signal. Aus der Richtung kommt irgendein komisches Signal und wir müssen herausfinden, was ist das für eins? Was ist da los? Schwerkraft 0. Aber wir kommen hier nicht hoch. Wir kommen hier einfach. Wir können hier machen, was wir wollen. Das Jetpack, das klappt hier nicht. Warum? Eigentlich, egal wie sehr ich hier Power gebe, das packen wir nicht. Ich komme hier da nicht hoch. Liegt das mit der Schwerkraft hier zusammen, dass das nicht geht? Warum geht das nicht? Doch, jetzt geht's. Ich muss bloß hier mal ein bisschen mehr Power drauf geben. Boah, hat nicht ganz geklappt. Okay, schade. Hier ist auch noch eine Höhle. Mal hier Lampe anmachen. Was ist das für ein komischer Rauch hier? Ja, da kommen wir doch locker vorbei. Das können wir doch austricksen, kein Problem. Dann machen wir auch wieder ein Foto von. Da ist wieder eine Schrift. Und übersetzte Schrift, dann übersetzt mal. Kolois ist verschollen. Er verschwand vor einigen Tagen einfach aus der Seegrundhöhle, die am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol, und wir konnten bisher keine einzige Spur von ihm finden. Ich weiß nicht, wie viel Atemluft er noch hatte, als er verschwand. Ich bitte alle Freunde, die das hier lesen, uns bei der Suche nach Kolois zu helfen. Das werden wir machen, auf jeden Fall. Das wird er auch helfen. Dieser Felsen ist mir sehr vertraut. Bist du hierher gereist, um mein steiniger Freund? Deine einzigartige Farbgebung, Oberflächenbeschaffenheit ist nämlich identisch mit der eines Felsens, dem ich vor kurzem begegnet bin. War das nicht dasselbe Felsenfragment, das wir in der Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol fanden? Wir planen, die Seegrundhöhle im Norden erneut zu untersuchen. Vielleicht treffen wir dort erneut auf unseren felsigen Freund. Es gibt Neuigkeiten. Melorei und ich gingen zurück zur Seegrundhöhle und beobachten den Felsen von neuem. Manchmal ist er da, manchmal ist er verschwunden. Das bedeutet, der Felsen wandert genauso umher wie der Quantummond. Wie merkwürdig. Okay. Schiffslog aktuell. Der ist weg. Und jetzt ist er wieder da. Das ist wirklich merkwürdig. Den fotografiere ich auch mal. Schöner Fels. Und weiter geht's. Also das ist jetzt auch noch nicht die Höhle, um die es dann am Ende geht. Zu der wir sollen. Ja, wie geht's hier nochmal weiter? Hier. Okay, okay. Ja, wo bin ich denn jetzt? Kam ich von hierher oder ist das, bin ich jetzt woanders? Das ist der ausgetrocknete See bestimmt, oder? Ich habe das Gefühl, jetzt wird da irgendwas aufgefüllt. Das sind wir doch höher als zuvor, oder? Ja. Wir sind jetzt von der Position schon höher als zuvor, würde ich sagen. Aber wir kommen hier immer noch nicht hoch. Jetzt. Wir müssen dem nur mächtig Schub geben und dann passt das. Ich muss auf meinen Sauerstoff auch ein bisschen achten. Das vergisst man auch schnell, wenn man hier so am Erkunden ist und dann, ja, angucken und dann auf einmal keinen Sauerstoff mehr. Oh, mein Sauerstofftank wurde aufgefüllt. Ah, ein Lagerfaul. Chert. Der Trommler. Cool, was machst du hier?
Die Sterne, alle Sterne sterben. Es gibt viel zu viele Supernova, als dass es irgendwas anderes sein könnte. Und wir sind als nächstes dran, verstehst du? Unsere Sonne beim Kamin. Wir sind die Nächsten. Was meinst du damit, die Nächsten? Es sind die Sterne, weißt du, all die anderen Sterne sterben. Warum mussten wir nur am Todestag des Universums geboren werden und unsere Sonne, sie? Die Sternkarten, warum? Warum wollte ich sie überhaupt aktualisieren? Ich hätte das gar nicht mitbekommen müssen, aber nein, nein, nein. Ich musste ja unbedingt die Sternenkarten aktualisieren. Ich musste ja unbedingt nach Dingen suchen, die ich nicht hätte kriegen sollen. Und nun steht auch unsere Sonne kurz vor ihrem. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich wäre jetzt gern allein. Ah, sei nicht so pessimistisch. Ich habe etwas gefunden. Was? Das ist fabelhaft, weißt du was? Ich habe auch ein paar Sachen herausgefunden. Das meiste dreht sich um explodierende Sterne, aber wen interessiert das schon? Ist völlig egal. Nichts ist von irgendeiner Bedeutung. Die Sonne wird bald zur Supernova, alle meine Forschung, mein Lebenswerk, alles weg. Ja. Warum ist das denn so? Kann ich nicht sagen. Es ist halt so. Sie sind sehr alt, sehr viel älter als wir dachten und sie sterben gerade nach einer nach dem anderen. Wen kümmert das? Was treibst du denn dann hier? Die Sternkarten, das ist alles meine Schuld. Die Sternkarten, ich hätte gar nicht erst mitkommen müssen, aber nein, nein. Ich musste unbedingt die Sternkarten aktualisieren. Ich musste unbedingt nach Dingen suchen, die ich nicht hätte suchen sollen. Und nun steht auch unsere Sonne. Ja, das weiß ich schon. Gibt es noch irgendwas Interessantes in der Nähe? Etwas Interessantes? Willst du was Interessantes entdecken? Siehst du nicht, dass es zu spät ist? Ah, und so weiter und so fort. Da will uns gar nichts sagen. Wie gefährlich ist dieser Sandfall? Ja, nicht so gefährlich wie das Sonnensystem. Na, okay. Okay, mein Freund. Dann rösten wir hier mal einen Marshmallow. Das will ich auf jedem Planeten machen. Anscheinend geht das auch auf jedem Planeten. Kleinen Snack. Hast du hier ein bisschen Power für mich? Nee. Okay. Hä? Hier ist irgendwas passiert. Jetzt ist hier überall diese Schicht von Sand oder was auch immer. Also ist wirklich so, dass uns da die Zeit davonläuft? Das ist der andere Planet hier, ne? Der das alles mit Sand füllt. Wahrscheinlich. Power. Ich will aber hier alles in Ruhe erkunden. Ich will nicht, dass das hier irgendwie kaputt geht. Ich will alles hier in Ruhe sehen. Ist das unten der Nordpol jetzt oder ist das der Südpol? Wie groß ist der Planet eigentlich? Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder so ein Spaß. Was? Sie ist verdächtig nah. Oh, das war's. Das war's bestimmt. Das ist ganz schön nah. Da kann man nicht so gut erkennen. Das ist echt viel zu nah. Die Sonne. Das wird bald hier echt vorbei sein. Also wir sind eigentlich am Rande eines aussterbenden oder sterbenden Systems. Ist hier irgendwas? Was ist denn das hier? Das ist doch was, oder? Was ist denn das hier? Das war es gleich. 100%. So nah wie die Sonne da ist. Oder war die schon immer so nah? Oder kommt mir das jetzt noch so vor?
Was passiert jetzt? War. Okay, wir haben immer nur eine ganz bestimmte Zeit, das alles zu erkunden. Und dann ist es vorbei. Also wir müssen relativ schnell zu so einem Planeten. Gerade die Planeten wahrscheinlich, die recht nah bei uns sind. Das ist blöd, dass man das wenig Zeit hat. Ein bisschen mehr hätten sie einem das schon geben können. Ein bisschen mehr Zeit hätte man das schon gebraucht. Aber anscheinend kann man in dieser Zeit auch alles erkunden, wahrscheinlich. Ja. Die Zeitschleife, aber wie gut, dass das alles bei unserem Schiff gespeichert ist, unser Fortschritt. Aber ein bisschen mehr Zeit wäre schon ganz nett gewesen, auf jeden Fall. Gibt's hier jetzt Lager? Die Seegrundhöhle. Vielleicht muss man da besonders schnell da sein, aber ich will auch nochmal diesen anderen Planeten, der da. Den anderen von den Zwillingsplaneten, den will ich auch noch besuchen. Ach ja, Kater. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Sanduhr Zwillinge, genau. Und. Hier, genau. Und jetzt müssen wir Gas geben, jetzt haben wir hier Power. Von mir irgendwo. Wir hängen fest. Das ist nicht der beste Start. Hier war noch was im Weg. Möglichst schnell unterwegs sein. Nein, zu schnell. Ne, schneller geht nicht, das ist schon maximal. Oh, was? Das ist die Sonne, oder? Das war's. Ja, jetzt ist nicht viel passiert. Es ist so, das passiert, wenn man in die Sonne fliegt. Wie ist denn das passiert? Die hat uns wahrscheinlich irgendwie durch Gravitation angezogen. Anders kann das ja gar nicht sein. Wieder hier die Zwillingsplaneten. Da will ich auf jeden Fall hin. Aber diesmal nicht so. Nicht so wie eben. Diesmal muss das besser laufen. Es ist auch echt schwer, auf den zu landen, finde ich. Ja, diesmal fliegen wir nicht in die Sonne. Diesmal passiert uns das nicht, zumindest. Ist da an der Sonne noch mal was Näheres dran? Genau, jetzt machen wir Autopiloten da drauf. Der wird das bestimmt noch mal besser hinkriegen. Dachte ich ja vorhin auch, aber der hat er auch nicht hingekriegt, der Autopilot. So, jetzt geht es. Es ist eben auch echt schwer, die Rotation von dem Planeten, das alles hier damit einzuberechnen. Auch nicht so easy. Oh, Scout. Wegklicken. Nee, ich will hier drüben landen, ich will hier rüber. Ah, da ist erstmal wirklich nur voller Sand. Und hier hat man dann
noch die Möglichkeit, an da ranzukommen. Aber wenn ich das auf den Sandplaneten lande, da habe ich eigentlich auch mal Bock drauf. Weil da war ja auch irgendwas. Irgendwas ist über. Oh, nein, 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 nein. Frontscheinwerfer kaputt. Oh, ah. Kann er noch starten? Oh, oh, was? Ich bin in dem Sand drin. Hier rüber will ich. Ich will hier bei dem Sandplaneten mal gucken, hier, was da ist. Boah. Harte Landung. Okay. Weltraumanzug anziehen. Also hier müssen wir eine gewisse Zeit. Boah, das sieht schon krass aus. Also der Planet wird sich immer mehr auflösen. Und wird hier immer mehr besondere Sachen freigeben. Deshalb bin ich jetzt erstmal hier unterwegs. Also man kann auch nicht irgendwie speichern oder so. Speichert wahrscheinlich nach jedem Turn. Und hier fliegt schon wieder irgendein anderer Planet. Deshalb, es war nicht nur Einbildung der Sonne. Die kam schon immer näher. Auf jeden Fall kam die immer näher. Ist dann halt schon schwer, alles abzuschätzen. Was ist das denn? Das ist ja auch irgendwas hier. Das ist das irgendeine Schrift? Nee. Hier auf dem Planeten irgend. Ja, den kennen wir, aber der hat schon recht, der Typ. Und das hier in der Mitte, da wird wahrscheinlich irgendwie die Höhle sein. Er hat schon recht, das löst sich hier wirklich allemal alles auf. Kann ich hier rein? Boah, das ist so krass. Nein, nein, nein. Wir wollen wieder hier runter, wir wollen wieder hier hin. Oh, da ist was drin, da ist auf jeden Fall was zu erkunden. Da ist was. Da ist, da kann man rein, sehr gut. Und jetzt alles schön lesen. Ich habe dich schon länger nicht kontaktiert. Wie geht es bei dir und Idai mit den Plänen für die Sonnenstation voran? Meine derzeitige Einschätzung war, die Situation lautet, dass unser Plan entweder mit einer großen Explosion fehlschlagen wird oder mit einer großen Explosion erfolgreich sein werden. Ja, du weißt bereits, dass ich solche Witze nicht lustig finde. Wie merkwürdig rum, ich finde jetzt meine Mütze nämlich zum Schießen. Davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, dich gebeten zu haben, diesem Gespräch beizuwohnen, Idea. Ich verstehe nicht, was Ramis Schießkünste damit zu tun haben sollen und ich kann mich übrigens auch nicht erinnern, der Konstruktion der Sonnenstation zugestimmt zu haben, aber ich arbeite trotzdem daran. Hypothese, es könnte beide von euch zuträglich sein, etwas Zeit fernab der Station zu verbringen. Das ist eine überaus interessante Hypothese, die wir umgehend testen sollten. Ich denke, darüber sind wir uns ausnahmsweise beide einig. Oh, also, haben da viel geforscht auch. Whoa, was ist das denn? Was ist das denn für ein Scheiß? Wie, was, wo? Also diese Teile kann ich hier noch nicht entfernen, da das wird nicht gehen. Hier kann ich nicht durch. Nee, das wird nix, das wird nix. Das ist zu gewagt. Da bin ich gleich im Eimer hier.
Was sind das denn für krasse Wege hier, die frei sind? Wow. Diese Tür, die muss ich auch fotografieren. Es muss irgendwie eine Waffe gegen die diese Stacheln zerstört oder sowas, würde ich sagen. Es muss irgendwie da Konstrukt geben. Hier ist nix. Warum ist denn hier nix? Da drüben ist was. Codex. Was ist das denn? Was kann ich damit machen? Wahrscheinlich ist das so eine... Damit kann ich doch auch irgendwas anstellen, 100%. Hier. Kein wenig Sauerstoff verbleibend. Das wird mein kleinstes Problem sein. Oh, das war's. Nee, das ist erstmal nur das. Ah. Ja, ich weiß wenig Sauerstoff, aber ich werde hier sowieso drauf gehen. Hier kann ich auch nichts machen damit. Hab jetzt auch nichts, wo ich irgendwas machen könnte, ne? 50% Sauerstoff, das ist schon okay. Bin hier sowieso am Eimer. Also irgendeinen speziellen Codex habe ich hier gefunden. Ah, das reicht nicht. Ah! Hab ich's überlebt? Nee, da war zu hoch. Okay, also der Planet ist jetzt schon ein bisschen erkundet. Da gehen wir bestimmt auch nochmal zurück. Ich will mich ein bisschen weiter umschauen. Vielleicht müssen wir auch erst bei jedem Planeten mal gewesen zu sein, um dann das komplette Rätsel zu lösen. Weil wir wissen immer noch nicht, wie wir die Stachelteile loswerden. Der Autopilot hat mein Schiff direkt in die Sonne gesteuert. Ach was, was ist schon, dass die Sonne nicht zwischen dir und deinem Ziel ist. Ja. Vielleicht gibt es da nochmal einen Hinweis. Ich gucke mich hier nochmal um, ob es da irgendeinen Hinweis drauf gibt, dass man die Stachelteile vielleicht irgendwie vernichten können. Können wir dann? Okay, ich gucke mir das gleich nochmal an und wir sehen uns beim nächsten Start ins Weltall.